diese Aussicht auszustehen, ist ja voll geil, oder? Yeah, Camera Set. Aus zwei Finger werden ein Finger. Magic. Alright, mic test 1, 2, 1, 2. Wir sind gerade auf dem Weg zu Adobe Max im LA Convention Center. Diese Kamera ist so fucking schwer, Alter. Ich kann das echt nicht halten. Wie machen die Leute, dass die sowas vloggen, Alter? Das geht gar nicht. Wir sind jetzt bei der Adobe Max. Was erwartest du vom heutigen Tag? Ich erwarte, Normalerweise geht's fließender. Willkommen zu Adobe Max. Es ist einfach das Todesvoll hier, wie ihr seht. Wir sind jetzt aus der Keynote raus. Mega krass, da wurden halt voll viele Features gezeigt zu den Schnittprogrammen und Effektprogrammen, die ich halt immer nutze. Und das ist halt mega cool, was da alles kommt. Mein Arm stirbt gleich. Und weißt du schon, was dich erwartet? Spider-Man into the Spider-Verse. Krass. Oh boah, ist das viel Erfolg. Gesundheit. Oh yeah. Warte mal, wir gucken nicht den Film? Streets of L.A. Ich mache das mal im Vlog-Style. Yo, danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, das waren coole Eindrücke für euch von LA und der Adobe Max. Jetzt kommt erstmal Drumroll, bitte. Okay, ich habe keine Drumrolls, aber... Oh, da. Die Drumrolls. Ich gebe jetzt die Gewinner von Creative Bar bekannt. Und zwar sind es Polychromaniac, Ellie und Sarah und Hi-Tai. Alle anderen Einträge zu Creative Bau sind auch mega cool geworden, deswegen nicht sad sein, es wird auf jeden Fall noch mehr solche Verlosungen geben. Ich habe bei den Gewinnern sehr darauf geachtet, dass die Editing-Technik viel Potenzial haben, die Creative Cloud auch voll nutzen zu können. Deswegen diese drei Gewinner. Bei den anderen heißt es nicht, dass es schlecht war, nur hatte ich nicht das Gefühl, dass sie unbedingt die Creative Cloud gebraucht haben. Ansonsten, wie fandet ihr den Vlog? Schreibt es mir in die Kommentare. Morgen gibt es auf Kikos Channel noch ein neues Video und ansonsten sehen wir uns Samstag. Bis dann!